Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um BLS-Signaturen. BLS-Signaturen, ich schreibe es gerade mal kurz hin, sind Pairing-basierte Signaturen. Das heißt, ihr solltet unbedingt wissen, was ein Pairing ist und vielleicht schon mal ein bisschen damit rumgespielt haben mit dem Drei-Parteien-Protokoll von Jux. Oder Jaux? Keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall, BLS-Signaturen basieren auf Pairings, sind sehr, sehr effizient und sind EOF-CMA-sicher im Random-Oracle-Modell. Das ist ziemlich geil. Also auch wenn es ROM ist, aber es ist sehr effizient. Wir müssen nicht irgendwie noch dann mit, keine Ahnung, irgendwas Hässlichem arbeiten. Aber vor allem sind sie aggregierbar und batch-verifizierbar. Das werde ich euch aber, weiß nicht, ob ich es noch in dem Video schaffe, mal schauen. Auf jeden Fall erstmal das Verfahren selbst. Der GAN-Algorithmus, der kriegt erstmal ein X aus den ganzen Zahlen modulo, jetzt sind wir tatsächlich wieder bei modulo P. P ist, Achtung, die Ordnung von unseren Gruppen wieder, von allen drei Gruppen. Und die benutzen wir jetzt einfach mal hier unten, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. So, und dann definieren wir uns ganz easy, wie bei D-Log im Prinzip auch, so war das nicht gedacht. Ein G, G ist der Generator von den ersten beiden Gruppen, also von, wir nehmen wieder mal an, dass G gleich H ist hier. Und klein g ist dann der Generator für diese Gruppe und da die beiden Gruppen gleich sind, ist g auch ein Generator für die Gruppe h. Also g stopfen wir rein und g hoch x. So, und g hoch x sind jetzt mein Public Key und der Secret Key, wer hätte es gedacht, ist x. Im Prinzip das, was wir immer bei D-Log erwarten würden. Jetzt wird es aber, wobei, jetzt wird es eigentlich nicht mal anders. Was wir machen ist, wir signieren eine Nachricht mit dem Secret Key. Und zwar folgendermaßen, wir berechnen Sigma als den Hashwert der Nachricht M und das Ganze hoch X. So, das ist jetzt tatsächlich irgendwie komisch, weil wir haben kein Inverses von X. Wir haben in unseren Public Key mussten wir nicht irgendwie das Inverse von X reinstecken, wir mussten auch nicht X reinstecken oder sowas. Wie wollen wir jetzt hier wieder überprüfen, ob diese Signatur richtig ist? Das ist so ein bisschen ein Problem. Vorsicht, wir haben hier g hoch x reingetan. Vielleicht klingelt es da schon bei dem einen oder anderen von euch. Und zwar benutzen wir dazu ein Pairing. Pairing bedeutet, erstmal müssen wir hier die Signatur richtig schreiben von der Funktion. Und was wir jetzt machen ist, wir stopfen hier den Hashwert der Nachricht m rein. Ganz normal den Hashwert, ohne irgendeine Potenz. Dann sagen wir, wir stopfen g hoch x rein, weil g hoch x haben wir ja bekommen. So, und ist das jetzt gleich wie das Pairing von der Signatur, G? Das überprüfen wir. Warum ist es jetzt korrekt? Naja, ihr wisst ja, die Potenz darf ich rausziehen, G hoch X. Also steht hier am Ende das hier da, wenn ich hier fertig bin. Und dann gilt das aber auch hier, denn Sigma ist ja mein H von M hoch X. Und das bedeutet, ich darf hier H von M reinschreiben. Und kann die Potenz auch rausziehen und dann steht exakt dasselbe da. Das heißt, ich kann diese Potenz hier rausziehen, aber weiß trotzdem nicht, was G, oder doch, G kenne ich ja, aber ich weiß trotzdem nicht, was X ist. Sehr, sehr praktisch das Ganze und deswegen funktioniert es auch. Wo ist denn jetzt mein X hin? Da ist es. Okay, das ist im Prinzip das ganze Verfahren. Sicherheitsbeweis gibt es wie gewohnt im nächsten Video. Dieses Mal machen wir jetzt aber noch diese komische Aggregierbarkeit und Batch-Verifizierbarkeit. Warum zur Hölle sollte man sowas überhaupt machen und was ist das vor allem erstmal? Okay, nehmen wir einfach mal an, wir haben mehrere, also übrigens, sorry, dass ich da jetzt gerade so schnell drüber rushe. Wir haben das hier im Prinzip schon 1 Milliarde Mal gemacht mit D-Logs und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, dass es so langsam dem einen oder anderen langweilig wird, deswegen gehe ich da ein bisschen schneller drüber. Aber Batch bzw. Aggregierbarkeit und Batch-Verifizierbarkeit ist jetzt was Neues. Wir haben einfach mal mehrere Sender. Wir nehmen einfach an, wir haben mehrere Sender. Und jeder davon schickt uns eine Nachricht. Schicken Nachrichten MI. Wir sagen jetzt einfach nur MI dazu. Wie viele Nachrichten hier tatsächlich kommen, ist im Prinzip egal. Wir sagen jetzt einfach mal nur, die Nachrichten heißen MI und die Signaturen heißen Sigma I. So. Und jetzt sind diese Signaturen hier jeweils der Hashwert von MI, logischerweise, hoch dem Secret Key X. Ich muss jetzt hier leider wieder einen Bodenstrich machen. Das Ganze soll XI bedeuten, okay? Also X Index I. Okay, und ihre Public Keys sind,
ihre Public Keys, PKI, sind gleich G und G hoch XI. Ups, kleines I. Das sind ihre Public Keys. Das heißt, die müssen erstmal ihre Public Keys verteilen. Das geht einigermaßen. Dann müssen sie auch noch die Signatur und die Nachricht verteilen. Und wenn da viele, viele Nachrichten kommen, dann ist es echt anstrengend, die ganze Zeit zu berechnen. Vor allem das Verifizieren ist da so ein Problem, weil das Auswerten von Pairings recht teuer ist. Das heißt, es braucht viel Rechenzeit. Deswegen möchte man das möglichst selten machen. Und dafür ist genau diese Aggregierbarkeit und Verifizierbarkeit da. Okay, also was machen wir jetzt hier? Und zwar diese Dinger hier. Für die, also diese Signaturen, die kann man für alle Nachrichten auf ein einziges Mal berechnen, indem man einfach sagt, ich hätte jetzt gerne eine Insgesamt-Signatur sozusagen, Sigma, und die definiere ich mir als Sigma 1 mal, natürlich ist das jetzt wieder unten, mal Sigma 2 und so weiter und so fort. Hier vielleicht nochmal hin, damit man es weiß. Mal Sigma, ach komm schon, Sigma N. Wir sagen jetzt einfach mal, es gibt N Nachrichten insgesamt, beziehungsweise auch N Sender, die jeder eine Nachricht schicken. Und jetzt produzieren wir hier einfach das Produkt von allen Signaturen und müssen somit nur noch eine Signatur übertragen, aber dafür immer noch gewisse oder alle Nachrichten. Das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel so ein Netzwerk bauen. Zum Beispiel, wenn man hier an Smart Home oder sowas denkt, ihr könnt euch ein Netzwerk bauen. Vorher hier richtig, richtig viele Nodes, die irgendwas Komisches brechen, und die schicken alle an meinen Empfänger. So, der Empfänger, der sagt jetzt irgendwann, okay, sorry Leute, ich kann einfach nicht mehr, das ist zu viel für mich. Macht es bitte nicht mehr so. Und was ihr dann macht, ist, ihr sagt einfach, okay, dann geht das Ganze hier vielleicht zu dem hier. Und der berechnet dann die Signatur von dem hier da drauf, weil der ein bisschen mehr Rechenleistung hat oder sowas. Und dann erst am Ende passiert alles auf einmal. So, jetzt haben wir natürlich noch ein Problem. Beim Verifizieren muss trotzdem jedes Mal dieses Pairing ausgewertet werden. Und das ist eher unpraktisch. Und was man jetzt also sagt, ist folgendes. Ich möchte jetzt mein Pairing, ich wusste doch, dass er das macht. Also bislang war es so, dass Verify jetzt so aussieht, E von G, Sigma. Wir werden gleich auch noch sehen, dass man das vielleicht anders machen kann, wenn der Rechner nicht sagt, ich habe zu wenig Leistung, sondern wenn man einfach nur einen Effizienzgewinn haben möchte, weil die ganzen, also Smart Home Bereich jetzt zum Beispiel, die ganzen Sensoren und so weiter, die haben ja nicht genug Rechenleistung, um jetzt hier noch irgendwelche Signaturen zu aggregieren. Die sind schon genug damit beschäftigt, ihre eigene Signatur zu machen. Aber das Ganze bringt trotzdem auch was, einfach nur einen Effizienzgewinn, wenn wir an den letzten denken, also generell bei vielen Sendern, die viele Nachrichten auf einmal schicken. Okay, bislang war es so, wir überprüfen, ob G, die Signatur in dem Pairing auswertet zu, und jetzt müsste ich viel schreiben, E von H von MI, also M1, G hoch X und das Ganze mal ... bis hin zu der Endnachricht. Alles aufmultipliziert. Hier haben wir jetzt n mal, beziehungsweise im Prinzip sogar n plus 1 mal, eine Auswertung von unserem Pairing. Das ist jetzt unglaublich ineffizient, weil so ein Pairing ist viel, viel teurer als irgendeine Potenz, die wir ausrechnen wollen. Selbst wenn wir hier das mit Sigma gemacht haben, dass wir hier zum Beispiel das alles in 1 reingesteckt haben, müssen wir hier immer noch n plus 1 Pairings auswerten. Davor wären es 2n Pairings gewesen. Das heißt, wir haben hier schon mal einen Effizienzgewinn von Faktor 2 gemacht im Prinzip, weil wir hier auf der Seite nur noch ein Pairing insgesamt auswerten müssen, aber die Seite, die gefällt uns absolut noch nicht. Und da springt Batch-Verifizierbarkeit rein. Was wir also machen, ist folgendes. Wir definieren uns einen Hashwert H, ein Hashwert H als H von M1 mal und so weiter und so fort bis hin zu H von MN. Einfach das Produkt aller Hashwerte. Also quasi, wir bekommen als Empfänger alle Signaturen und alle Nachrichten ganz normal. Und jetzt schreiben wir uns unseren, also wir haben einfach viele, viele Nachrichten und viele, viele Signaturen und wir wollen das Ganze jetzt effizienter gestalten. Und jetzt schreiben wir einfach
diese Hash-Werte multiplizieren wir alle aufeinander, die Signaturen multiplizieren wir alle aufeinander, das ist alles nicht teuer, Multiplikation ist quasi gratis und Hash-Wert ausrechnen, ja, ist halt vorhanden, kann man aber nicht ändern, weil wir eben den Hash-Wert berechnen müssen. Und was jetzt passiert, ist folgendes, wir können hier sagen, ist denn, im Verify, ist denn G und Sigma, also E von G Sigma, ist das dasselbe wie, ups, da kommt alles raus, ist das dasselbe wie der Hash-Wert, oder, nein, eigentlich sollte ich es andersrum machen, ist das dasselbe wie G hoch X, dem Hash-Wert. Und das ist tatsächlich funktioniert, also das funktioniert tatsächlich so, weil hier Sigma aufmultipliziert, das ist die Aggregierbarkeit und das hier bezeichnet man als Batch-Verifizierbarkeit. Und das Ganze ist jetzt eine Auswertung von gerade mal 2 Pairings für beliebig viele Nachrichten auf einmal. Die Nachrichten müssen halt auf einmal kommen, damit wir sie alle auswerten können. Aber wir können einfach danach sagen, wenn das hier gilt, also wenn die beiden gleich sind, dann ist jede Signatur gültig gewesen. Jede einzelne. Wenn eine Signatur nicht gültig war, dann wissen wir, dass wir angegriffen worden sind oder dass einer der Sensoren irgendwie scheiße gerechnet hat, was aber eigentlich nicht vorkommen sollte. Ja, geil, oder? Also so könnt ihr sehr, sehr viel Rechenleistung sparen und habt gleichzeitig noch ein EUF-CMA-sicheres Verfahren im Random Oracle Modell. Das ist jetzt ungefähr so gut wie das, was wir für RSA bislang benutzen. Und trotzdem haben wir hier eben diese 2 Eigenschaften, die einfach viel, viel geiler sind als bei RSA. Bei RSA müssen wir halt noch ein bisschen mehr rumrechnen. Okay, das war's von meiner Seite und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.